Viertel nach steht auf dem Plan, fangen wir an. Guten Morgen. Ich hoffe, wir sind alle richtig zu Grundlagen Elektrotechnik 1, Duale Hochschule Baden-Württemberg. Das ist ziemlich offensichtlich. Erzberger Straße 121 ist das eigentliche Gebäude hier. Und mein Name steht irgendwo versteckt. Nee, steht gar nicht irgendwo. Aber die E-Mails gelesen haben, haben ihn vielleicht schon kennengelernt oder gesehen. Bleibt das jetzt so? Mein Name ist Gerald Oberschmidt. Und ich mache die Grundlagen Elektrotechnik im ersten und zweiten Semester, jetzt auch schon seit 2009 oder so. Also sowas in der Richtung. Ich mache es dieses Jahr komplett an. Ja, nee, komplett anders nicht. Ich habe dem Ganzen oder bin dabei, dem Ganzen jetzt mal so ein gewisses Remake zu verpassen. Deswegen auch die technische Ausrüstung hier. Das Ding hier ist eigentlich nichts weiter als ein Aufnahmegerät, das dafür sorgt, dass der Ton auf dem Video hinterher besser zu verstehen ist. Und das da macht das Video. Hintergrund des Videos ist auch die schon im letzten Jahr geänderte, aber jetzt mache ich es erst mit Video, geänderte zeitliche Abfolge. Die Klausur zu diesem Ding hier, drei Sätze und schon das K-Wort. Die Klausur zu diesem Ding hier wird am ersten Tag des nächsten Semesters sein. Also nicht in der letzten Woche dieses Semesters, wie alle anderen Klausuren, sondern in der ersten des nächsten. Das gibt Ihnen die Chance, so ist der Plan zumindest, ob es aufgeht, ist eine andere Frage. Das gibt Ihnen die Chance, über die Praxisphase noch zu lernen. Und deswegen macht das Aufzeichnen auch Sinn, weil Sie dann in der Praxisphase, falls Sie diese Vorlesung genossen haben und das Ganze nochmal gucken wollen, das nämlich dann auch können. So. Ansonsten ist die Praxisphase ja dann nur sehr trocken und nach Buch lernen und so. Und so könnte man jetzt noch das ein oder andere in dem Buch nachschauen. Sie haben Informationen von mir schon bekommen über den Moodle-Raum. Da sind ja auch viele, viele schon drin. Irgendwie so 30 Leute oder so müssten da schon drin sein. Da werden dann auch die Links hinterlegt werden. Die finden Sie auch auf YouTube. Ich stelle die auf YouTube, weil es technisch einfacher ist. Mir geht es da gar nicht um Klicks und Daumen hoch oder Daumen runter. Daumen runter tät wahrscheinlich weh. Aber Daumen hoch ist mir eigentlich mehr oder weniger egal. Das ist eine technische Plattform für mich, mit der man das sehr einfach und kostengünstig an Sie verbreiten kann, diese Videos. Wenn man das anders machen wollte, über Moodle oder so, ist das viel aufwendiger. Muss man Diskussionen mit den Leuten hier gegenüber vom Rechenzentrum führen und so. Und das kann man auf die Art und Weise vermeiden und lädt es einfach auf YouTube hoch und gut ist. Man kann das da auch versteckt machen. Habe ich mir gedacht, wenn es schon auf YouTube ist, können es auch ruhig alle sehen. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei dahingestellt. Sie finden es jedenfalls leichter. Also mit einfach googeln oder mit einfach YouTube suchen. Gerald Oberschmidt, da der Name oder eben Grundlagen Elektrotechnik, dann werden Sie die ganzen Videos schon finden. So, sollte das schwierig werden, weil die Plätze nicht reichen oder das doof ist, da durchzugucken oder so, dann müssen wir nochmal neu überlegen. Dann müssen wir das eventuell auch gar nicht machen. Also das ist nicht so, dass das jetzt zwangsläufig mit dem Video so sein muss, sondern das können Sie auch alle bestimmen, mitbestimmen. Ja, ansonsten, ich glaube, Sie haben schon Physik genossen, ne? War krank. Ja. Ist das jetzt die erste Vorlesung? Nein. Zweite. Mathe hatten Sie schon, oder was? Nein. Geschäftsprozesse. Geschäftsprozesse. Mathe hatten wir auch schon. Wir haben hier zwei Kurse. Ja, ja. Also, wir haben hier beide Kurse zusammen gemacht. Der Raum ist nicht ganz ideal dafür. Er hat andere Vorteile. Ist nämlich nicht weit weg von meinem Büro und von der ganzen Ausrüstung hier. Naja, so, sei es drum. Also, lassen wir uns mal loslegen. Ich fange mal an mit dem, was ich gemacht habe. Und dann gehen wir in das, was ich mir so vorstelle. Mein Name, wie gesagt, Gerald Oberschmidt. Ich werde dieses Jahr 50. Ja, ich weiß nicht, ob ich das auf YouTube stellen möchte. Habe studiert in Braunschweig und Atlanta, Georgia. Also da, wo dann später die Olympischen Spiele 1996 waren. Also das ist schon lange her. Habe auch in Braunschweig promoviert und zwar in der Hochfrequenztechnik. Bin also Hochfrequenztechniker, Nachrichtentechniker von Haus aus. Das stört aber für diese Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik nicht, weil ein Netzwerk ist ein Netzwerk und ob ein Widerstand jetzt eine Straßenbahn ist oder ein SMD 0402er Bauteil, ist eigentlich hier für diese Vorlesung ziemlich egal. Widerstand ist dann irgendwie ein Widerstand, ist eine Modellbildung von irgendwas. Ich habe das auf einem sehr theoretischen Thema promoviert, ja, da auch ein bisschen zu veröffentlicht. Da ging es um Simulationswerkzeuge oder Simulation numerische Elektrotechnik. Dahin werden wir es nicht treiben, auch nicht treiben wollen. Aber ich habe so ein gewisses Faible für Rechnen und auch für die Theorie, die dahinter liegt. Denn wenn man die verstanden hat, dann tut sich das mit der Praxis schon ein bisschen leichter, ist so meine Überzeugung.
Dann habe ich ein kurzes Intermezzo gehabt bei Sony International Europe. Das war in Stuttgart. Also hat es mich nach Süddeutschland verschlagen und da habe ich an dem gearbeitet, was Sie heute alle kennen und heute wahrscheinlich auch nutzen hiermit, nämlich an dem Vorläufer des WLAN. Heute heißt es WLAN. Damals hieß es noch Broadband Radio Access Network, sollte auf 5 GHz stattfinden. Das war nämlich der allererste Standard da. Wie Sie wissen oder hoffentlich wissen, ist das WLAN im Wesentlichen auf 2,4 GHz verbreitet und erst in den letzten Jahren auf 5,8 GHz wieder gekommen. Also da habe ich Jahr lang mitgearbeitet. Und dann bin ich nach Bruchsal gegangen zu Siemens Communications damals und habe da an einem Mobilfunkstandard für China, der dann auch zu den Olympischen Spielen in China, die in Peking waren, tatsächlich aktiv gegangen ist, mitgearbeitet und habe da an der Basisstationsentwicklung und insbesondere am Test-Engineering mitgearbeitet. Bin also von Hause aus Nachrichtentechniker, aber das hatte ich ja schon gesagt. So, und seit 2006, 2008 habe ich mich selbstständig gemacht mit dem Ingenieurbüro. Das war auch okay. Aber dann kam irgendwann die Idee, dass man hier doch als Professor auch anfangen könnte. Und dann bin ich von, ich sag mal, Siemens Festanstellung über Selbstständigkeit in Beamtentum gewechselt, wo ich jetzt immer noch bin. Und das wird sich wohl auch nicht so schnell ändern, weil die Struktur des Beamtentums ist ja eher auf Dauer angelegt als auf mal schnelle Wechsel, ne? So, 2011 habe ich hier fest angefangen. Die Vorlesung hier habe ich dann, war es wahrscheinlich 2010, habe ich dann auch seit Anfang 2011, jetzt habe ich es rekonstruiert. Also seit 2011 mache ich die Vorlesung hier. Vorlesungen habe ich eigentlich immer gemacht um 2000 für die Hochschule, früher Fachhochschule Karlsruhe, allerdings HF-Technik und HF-Technik hier auch, ich glaube seit 2007 oder sowas. Also diese Lehrhistorie und so hat mich eigentlich nie wirklich verlassen. Deswegen behaupte ich auch, da eine gewisse Erfahrung zu haben, wobei man kann immer lernen. Grundsätzlich zur Klausur, zum Zusammenarbeiten hier, wir sind relativ viele, ja. Stellen Sie Fragen oder geben Sie Anregungen oder so. Also sehen Sie, wenn Sie sich selber nicht trauen, eine Frage zu stellen für sich, dann sehen Sie das als Dienstleistung für Ihren Nachbarn. Weil, ja, in der Regel ist es so, wenn irgendeiner hier was nicht verstanden hat, gibt es mindestens noch einen weiteren, der es auch nicht verstanden hat. Und es gibt auch keine dummen Fragen. Ich versuche, also falsch, es gibt schon dumme Fragen, aber nicht alle Fragen, die Sie stellen mögen, sind irgendwie dumm. Ich versuche das auch nicht auszudrücken, dass jetzt eine Frage gerade blöde war, nicht? Und es gibt in jedem Jahr immer mal so einen, der so in dieses Genre des Fragenmonsters kommt. Das signalisiert aber der Kurs dem dann mehr, als ich das tue, nicht? Also fragen Sie, Fragen ist wichtig und wenn Sie da auch was nicht verstanden haben oder nochmal hören möchten oder anders hören möchten, dann sagen Sie es einfach, ne? Das kriegen wir schon hin, auch wenn wir jetzt 40 Leute hier oder Sie 40 sind, ich ja alleine bin. Die Vorlesung mache ich letztlich für Sie. Insofern haben Sie natürlich auch das Recht, da irgendwie einzugreifen. Ich versuche, den Schwerpunkt der Vorlesung mehr so zu verschieben. Das ist, die Literatur sagt, das ist nicht schön für die Studenten, weil die das nicht mögen. In die Richtung zu verschieben, dass sie nämlich sich zu Hause mehr vorbereiten und wir dann hier tatsächlich rechnen. Mal gucken, ob ich noch einen zweiten Raum dazu kriege, zumindest zeitweise, dass wir in kleineren Gruppen arbeiten können. Denn das, was wir hier tun oder das, was Sie hier lernen, macht eigentlich nur Sinn, wenn Sie es wirklich üben. Ich sage mal so ein bisschen flapsig, so gut erklären, dass Sie glauben, Sie hätten es verstanden, kann ich. Das ist auch keine Kunst. Sondern die Kunst ist, dass Sie vor irgendeiner elektrotechnischen Aufgabe sitzen und das selber gebacken kriegen und das selber ausrechnen und selber verstehen, was da passiert und selber die Indizes sortiert kriegen und alles sowas. Ne? Von daher sehen Sie zu, Sie sind hier am Drücker, sehen Sie zu, dass Sie das hinkriegen. Ist das noch an? Ne, ist nicht an. Schauen wir es mal wieder an. Na, ja, jetzt kommt's. So. Insofern, diese Vorlesung ist, ja. Wohin? Nee, kann ich eigentlich nicht. Das mache ich auch nur kurz. Also doch, kann ich jetzt mal gerade machen. Da gibt es nämlich eine Markierung. Ach, das ist eigentlich nicht schön. Weil so rutscht es nämlich aus dem Bild. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Wenn wir die Tafel brauchen, dann hole ich sie halt wieder. So, die Vorlesung ist eigentlich total cool. Nee, nicht, weil es. Also, ob die Vorlesung cool ist, weiß ich nicht, aber der Stoff, den wir hier vermitteln, ist cool.
Weil das nämlich, glaube ich, wirklich die Vorlesung, die einzige Vorlesung ist, die einen, ich sag mal, Verwertungsgrad von deutlich über 80% hat. Ne? Also ich will jetzt keine anderen Vorlesungen schlecht machen, aber da werden Sie schon feststellen, da werden Sie sagen, wofür muss ich das jetzt wissen? Brauche ich das jetzt wirklich? Und vieles von den Vorlesungen müssen Sie vielleicht mal gehört haben, muss man auch mal verstanden haben, aber so richtig brauchen tut man es nicht. Grundlagen Elektrotechnik ist komplett anders. Alles, was Sie in Grundlagen Elektrotechnik lernen, werden Sie irgendwie brauchen, solange Sie in der Elektroindustrie tätig sind. Also das mit dem, wie schalte ich zwei Widerstände in Reihe oder parallel, da machen Sie später hoffentlich keine Gedanken mehr drüber. Deswegen steht ja auch, das ist das Kleinchen des Elektroingenieurs. Das werden Sie immer irgendwie hinkriegen müssen. Und selbst wenn Sie im Straßenbahnbusiness unterwegs sind, wenn zwei Straßenbahnen gleichzeitig anfahren, im gleichen Stromkreis, dann ist das so wie zwei parallele Widerstände und das muss man irgendwie überschlagen können als Ingenieur. So, und selbst wenn Sie da Abteilungsleiter oder sowas mal werden, was ja durchaus passieren kann in 10 Jahren, vielleicht auch eher, da brauchen Sie dieses Grundverständnis immer noch. Auch das Grundverständnis mit Spannung, was ist Spannung, Strom, Ladung und so weiter, Energie, das braucht man alles noch. Es gibt ein paar Dinge, die Sie so hier mal machen, aber dann auch nie wieder ernsthaft betreiben. Also Sie werden nicht mit der Massenstromanalyse große Netzwerke von Hand berechnen. Das macht keinen Sinn. Das machen wir jetzt mal einmal. Also, und dann hat man es auch mal drauf. Dann weiß man, was so ein Simulator, so ein Spice oder sowas kann. Aber man wird das nicht mehr selber tun. So, trotzdem muss man es natürlich mal gehört haben. Viele, viele andere Dinge, aber da müssen Sie irgendwie mit umgehen können. Und eigentlich kann das auch jeder Elektroingenieur. Also der tut sich bei dem ersten Semester ein bisschen schwer und es ist mal ein bisschen, auch das Ohmsche Gesetz ist immer irgendwie, wo kommt jetzt das R hin, wo kommt das U hin? Aber eigentlich hat das jeder drauf, was wir hier machen im ersten Semester. Das setzt sich dann auch nach ein paar Jahren. So, wir machen hier einige grundlegende Konzepte. Und dann, aber da gehe ich jetzt noch in der Besprechung der Inhalte, die wir in der Vorlesung machen wollen, noch detaillierter drauf ein. Dieser Tisch ist eigentlich das Unschönste an diesem ganzen Raum. So, was Sie von mir erwarten können, ich versuche Ihnen brauchbares Wissen zu vermitteln. Das erschließt sich manchmal nicht auf den ersten Blick, warum man jetzt irgendwie dieses Ding ausrechnen sollte. Nicht? Aber das ist schon brauchbar, dass man auch mal mit 3 oder 4 Widerständen gleichzeitig umgehen kann. So, ich gehe auf Ihre Fragen und Bedürfnisse ein. Zumindest bemühe ich mich danach. Sagen Sie, was Sie haben wollen, dann kriegen Sie das auch in der Regel. Also wir können da durchaus handeln. Die kriegen die Vorlesung, Sie kriegen Übungen von mir. Die finden Sie, ach, das sind, weiß ich nicht, sind das schon 100 Seiten oder sowas? Also mit der Musterlösung sehr wohl. Sie kriegen die kompletten, Sie haben die Übungen schon hochgeladen gekriegt in den Moodle-Raum. Das sind die Übungsaufgaben, die Fragen. Dann gibt es das in der Variante mit den Kurzlösungen, sodass Sie dann, wenn Sie es ausgerechnet haben, gleich nachgucken können, ja, richtig oder nicht. Und dann gibt es nochmal, das aber erst später, eine komplett ausformulierte, lange Musterlösung dazu, wo dann auch das eine oder andere noch erklärt wird. So, die stelle ich ganz bewusst noch nicht online, weil wenn ich das tun würde, ist das Spicken, die Gefahr des Spickens viel zu groß. Also viel zu viele Leute gucken dann viel zu früh da drauf. Es kann einfach bei einer komplexeren Aufgabe schon mal 3 bis 4 Tage dauern, bis Sie die raus haben. Nicht 3 bis 4 Tage so 100% des Tages drüber nachdenken oder so, aber immer mal wieder dran gehen, korrigieren, nochmal nachrechnen und so. Und das dauert auch so lang. Das war bei mir nicht anders. Dann müssen Sie halt durch. Und nur dann lernen Sie es, wenn Sie es tun. Wenn Sie vorher nachgucken, dann wird das nicht. So, wir haben es in Moodle, habe ich es dieses Jahr mal eingestellt. Ich bin nicht so ganz glücklich damit. Aber, wollen wir mal sehen. Moodle ist eigentlich das Standard-Tool, das wir hier verwenden. Haben wir früher auch WebDAV-Laufwerke gemacht. Es war wesentlich einfacher, aber es ist halt nicht so schön. So, was erwarte ich von Ihnen? Sie sind motiviert, also jeder von Ihnen ist freiwillig hier. Also auch wenn wir Anwesenheitspflicht haben, aber Sie haben sich entschlossen, an der DABW mit Ihrem Partnerunternehmen zusammen das Studium zu machen. Sie haben sich auch entschlossen, das in 3 Jahren, also mit dem gewissen Druck zu machen. Wenn Sie das nicht wollen, dann ist das Ihre Sache. Also auch das ist völlig in Ordnung. Und dazu, ich sehe jetzt gerade keinen, ob Sie hier ein Handy auspacken oder mit dem Handy irgendwie da was nachgucken oder sowas, das ist Ihre Sache. Ich werde da selten oder wenig drauf eingehen, außer wenn ich merke, dass Sie damit andere stören. Es liegt völlig bei Ihnen, ob Sie diese Vorlesung, diese Zeit hier nutzen, um zuzuhören und zu rechnen oder ob Sie lieber bei Wikipedia, Google, Facebook oder sonst was unterwegs sind. Ich rate verschärft davon ab, das zu tun. Und zwar
Nicht, weil mich das stört. Ist das, na egal, ist es mir nicht, aber nicht so entscheidend. Es gibt Studien dazu und die Studien besagen eigentlich, der Studienerfolg, also ob und mit welcher Note Sie hier den Bachelor kriegen, hängt ganz wesentlich davon ab, wie Sie in der Lage sind, mit WhatsApp und Facebook umzugehen. Und zwar nicht im Sinne, wie schnell und wie viel Sie posten können, sondern wie viel Sie das an die Seite legen können und sich auf den Kern konzentrieren können. So, da gibt es aus Hamburg Studien zu dem Thema und die Korrelation ist frappierend. Und es gibt auch Beispiele, die ich auch gesehen habe, also Leute, von denen ich weiß, dass die eigentlich sehr, sehr gut in Mathe waren, die aber eigentlich im Bachelor verdattelt haben. Das kann man tun, ist auch freies Land, darf man auch tun, aber man muss nicht unbedingt. So, das heißt also, ich verlange auch von Ihnen, dass Sie versuchen, dem Stoff ernsthaft zu folgen. Wenn Sie Fragen haben und wenn ich Blödsinn erzählt habe oder Blödsinn erklärt habe, was vorkommen kann, dann sagen Sie es einfach. Bringen Sie sich aktiv ein, sagen Sie konstruktiv, was Sie haben wollen. Meinetwegen, wenn Sie es wirklich nicht verstanden haben, ist auch ein qualifiziertes Hä in Ordnung, ne? Kommt ja vor. So. Und dann gibt es drei Erfolgsrezepte, wie Sie hier erfolgreich sein können. Ja. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Gut. So, damit springe ich mal gleich ans Ende hier. Nee, hier nämlich nicht. Sondern, wenn ich jetzt meine Brille wieder finde, da ist sie. Das ist. Dann wollte ich Ihnen hier noch kurz einen Blick auf die Literatur geben. Also, das ist jetzt eine umfängliche Liste, das müssen Sie auch nicht alles besorgen, das ist gar nicht nötig. Ich werde mich wesentlich an dem grünen Buch, blauen Buch hier ausrichten. Das ist vom Gerd Hagmann, Grundlagen der Elektrotechnik, kostet 25 Euro oder 24,95 oder sowas. Also vergleichsweise günstig. Ist auch vergleichsweise nicht so tiefgehend, wie man sich das vielleicht wünschen könnte, wenn man tatsächlich so ein Studium aufnimmt, aber wir sind eben an der DHBW, auch nicht im KIT. Ich halte mich sehr relativ eng daran. Das entlastet Sie, inklusive des Videos hier oder der Clips, die wir auch machen werden oder die es schon gibt, entlastet Sie auch vom Mitschreiben. Wenn Sie mitschreiben wollen, dann, wie gesagt, es ist freies Land, können Sie es machen. Ganz, ganz viele Leute tun das. Ich habe das auch gemacht in meinem Studium. Ich verstehe heute eigentlich nicht mehr, warum man es tut, um ehrlich zu sein. Der effektive Weg ist tatsächlich, sich das aus der Bücherei oder käuflich oder sonst wie zu besorgen und sich dann Notizen zu machen oder ein Blatt daneben zu legen und dann was reinzuschreiben. Es gibt ein paar Themen, das kann ich dann aber auch sagen oder das merken Sie relativ schnell, da weiche ich erheblich ab. Okay, dann schreibt man halt diese drei Seiten mal mit, das ist aber auch alles. So, dazu gibt es eine Aufgabensammlung. Daraus werde ich eigentlich nichts vorrechnen, außer Sie wünschen das, dass Sie das explizit sagen, dass Sie möchten, dass ich daraus mal eine Aufgabe vorrechne, dann kann ich das tun. Das kann man auch aus dem Stand, ja, nee, doch, 99% der Fälle kann man das aus dem Stand machen. Also sagen, kannst du mal Aufgabe 5, 7 ausrechnen oder so, dann kriege ich das schon hin. Das ist eigentlich für Sie. Nicht? Also für Sie zum Üben. Übungsaufgaben in meinem Stil gibt es von mir, sind hochgeladen. So, wer jetzt, ach, das Buch habe ich vergessen. Na gut. Wer sich jetzt tiefer informieren möchte und sich damit mal auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich tatsächlich hier Küpfmüller, Matthias Reibiger, Theoretische Elektrotechnik. Da ist der Name auch Programm. Das geht deutlich tiefer, ist auch deutlich theoretischer als der Hagmann. Geht nach meinem Geschmack über das, was wir hier in der Vorlesung machen sollten und wollten, hinaus. Ist aber trotzdem ein gutes Buch. Ist ein sehr schönes Buch. Wer gerne, ich kann es einfach mal rumgeben hier, meine. Also Sie haben es schon, aber hier lasst es mal rumgehen. Es steht dann mein Name drin. Naja, eins muss wieder ankommen, ne? Können Sie auch in der Pause angucken. Ja, ich bin immer überlegen, ob ich das empfehlen soll, das Buch oder nicht. Grundlagen der Elektrotechnik von Filipov, das ist leider vergriffen. Also wer auf eBay sowas noch schießen kann, der sollte sich das mal tun. Kostet dann wahrscheinlich auch nicht allzu viel. Das ist ein richtig cooles Buch über die Grundlagen der Elektrotechnik, wird leider nicht mehr verlegt. Deswegen ist es ein bisschen zweifelhaft, ob diese Literaturempfehlung jetzt so hilfreich ist. Ich lasse es mal hier liegen.
Und dann natürlich jedes Buch, ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, Unbehauen, Grundlagen Elektrotechnik 1 und 2, also jedes Buch, das irgendwie im Titel Grundlagen der Elektrotechnik trägt, taucht irgendwie was oder kann irgendwie hilfreich sein. Wovon ich ein bisschen abrate, sind diese Umsonsten bei BookBoom oder so. Grundlagen Elektrotechnik, jede zweite Seite voller Werbung, das stört mich. Sie können damit vielleicht besser umgehen. Mich stört das, die sind nicht sonderlich toll. Ich habe das mal überlegt, ob ich das nicht empfehlen würde oder so, aber das ist eigentlich rausgeschmissene Elektronen, muss man sagen. Aber meine, wenn Sie damit klarkommen, letztlich ist es so, gerade bei Büchern, das Buch muss zu Ihnen passen. Nicht zu mir, das passt zu mir, aber grundsätzlich muss das Buch erstmal zu Ihnen passen und es muss Ihnen gefallen. Deswegen die Empfehlung, gehen Sie mal, da unten gibt es eine Bibliothek. Ganz, ganz viele Studenten kriegen den Bachelor und haben die noch nie gesehen, machen Sie es anders. Da gibt es eine Bibliothek, gehen Sie da mal rein, da kann man sich ein Buch ausleihen. Ja, und dann können Sie sich auch die Bücher über die, also alle Bücher, die es am KIT und an der Fachhochschule gibt, auch hier bestellen und hierher liefern lassen. Machen Sie da durchaus Gebrauch von, nicht? Also lassen Sie das Büchertaxi fahren, das Buch kommt tatsächlich dann per Taxi hier an, das kriegen Sie nicht mit, das holen Sie dann einfach hier unten irgendwann ab. Holen Sie sich da Bücher, leihen Sie sich die aus, gucken Sie sich die an. Wenn sie Ihnen gefallen, kaufen Sie sich die. Wenn nicht, geben Sie wieder ab. Fertig, nichts passiert. Dafür sind Büchereien hier da. So, ja, dann würde mich interessieren von eben, wer Sie so sind. Wer von Ihnen hat ein Amateurfunkzeugnis? Okay, und dann in der letzten Reihe. Na gut. Wer von Ihnen wird sich als Bastler bezeichnen? Das sind doch erfreulich viele. Wer von Ihnen hat irgendwie noch nie so mit Elektronik gebastelt oder mal was gelötet oder so? Also noch nie, auch noch nicht? Dann in der Schule oder wo ist das dann passiert? Okay. Ja, gab keine Antwort. Das taut schon noch auf, keine Angst. Das ist beim ersten Mal ist das schon so. Da gibt es dann auch noch Leute, die dann in der ersten Stunde fragen, ob sie mal auf Toilette gehen dürfen oder sowas. Selbstverständlich dürfen sie, gehen sie einfach raus, wenn das so ist. Nicht? Das passiert aber nur beim ersten Mal. Das flaut dann hinterher ab. Das wird dann irgendwie angenehmer. Eine Frage, Sie haben ja gesagt, Sie laden die Vorlesung auf die. Ja. Das ist die Gefahr. Also formal gibt es die Anwesenheitspflicht, ja, Punkt. So. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Nee, das kann ich nicht sagen. Es gibt hier eine Anwesenheitspflicht, Sie haben unterschrieben, dass Sie hier, oder das ist Teil Ihres Arbeitsvertrages, dass Sie hier zu sein haben. Ob mir das jetzt auffällt, ob hier jetzt einer mehr oder weniger sitzt, ist eine andere Frage. Ne? Und ab einem gewissen Punkt fällt es dann auf. Also wenn da irgendwie jetzt hier nur noch die erste Reihe voll ist, oder die dritte ist es dann wahrscheinlich, nicht? Nur noch die dritte Reihe besetzt ist, dann wird es irgendwie komisch. Was hätten Sie noch wollen? Ich weiß nicht, was es da noch so für Skripte gibt. Wir haben ja theoretisch ein Buch, also... Ja, eben. Also ja, man kann, also Sie kriegen, die habe ich sogar hochgeladen, Sie kriegen diese Folie hier noch, das sind so die ersten ein, zwei Stunden, vielleicht auch drei, vier. Aber was sollte man mehr wollen? Also zu dem Buch, warum verwende ich ein Buch? Gibt es da zwei Gründe. Das eine ist persönliche Faulheit. Wenn ich nicht so ein Buch nehmen würde, müsste ich ein Skript schreiben. Oder es machen wie andere, nämlich ihnen nichts geben und sie schreiben einfach mit. Beides finde ich irgendwie nicht nötig, weil, und das ist der zweite Grund, Grundlagen Elektrotechnik wird seit 1860, 1880 oder sowas gelehrt. In hoffentlich veränderter Form, ne, seitdem, aber grundsätzlich schon. Das heißt, die Bücher, die es zu dem Thema gibt, die sind doch echt gut abgehangen. Und den Hagmann gibt es mittlerweile in der 17. Auflage. Das heißt, da sind auch die Fehler alle raus. Und wenn ich ein Skript schreibe, dann mache ich Graphen und dann ist in dem Graphen mal ist die Spannung rot, mal ist der Strom rot und so weiter. Das wechselt dann mal. Beim Hagmann ist der Strom immer rot, die Spannung immer blau.
So, und bis man ein Skript auch von Anzahl der Fehler auf einem Niveau hat, dass man es richtig gut findet, also sprich keine Fehler mehr, also wirklich keine Fehler mehr drin sind, das dauert eben einfach auch. Das sehe ich in anderen Vorlesungen anders zum Beispiel. Im Messtraining habe ich ein eigenes Skript geschrieben, in Übertragungstraining, in Hive-Technik habe ich eigene Sachen geschrieben. Ist nicht so, dass ich mich davor drücken würde. Nur in Grundlagen-E-Technik macht es meiner Meinung nach keinen Sinn. Da gibt es wirklich so gute Lehrbücher und so auch wirklich, ich nenne mal, sag mal, abgehangene Lehrbücher, die wirklich fehlerfrei sind, dass das unnötig ist, da nochmal das Rad neu zu, das ist ja dann wirklich das Rad, ne? Das Rad nochmal neu zu erfinden. So, auch wenn es mit einem gewissen finanziellen Aufwand für Sie verbunden ist, wäre es sonst aber auch, sonst Sie müssten es ja ausdrucken. Apropos ausdrucken, ich halte die Übungsaufgaben ausgedruckt für die beste Variante, also in Papier. Gibt auch immer wieder andere, die es auf dem Tablet haben, das geht wohl auch noch. Auf dem Handy, so dieses, ich bin auch schon älter als Sie, also ich komme mit so einem Handy und so einem kleinen Display und so nicht so gut klar. Da fehlt mir die Übersicht und so eine gewisse Übersicht und so das Auge ist halt mit. So. Ich mach's trotzdem. Also, ich habe mal so ein paar Sachen mitgebracht für die, die noch nicht so gebastelt haben. Die, die schon gebastelt haben und sich damit auskennen, können es ja dann schnell weitergeben einfach. Ich habe hier mal so ein paar, damit Sie mal in so ein Handy reingeguckt oder damit Sie mal in so ein Handy reingeguckt haben, habe ich hier mal so ein paar mitgebracht. Lassen Sie es ein bisschen beisammen. Das sind einfach nur aufgemachte, schon kaputte Handys. Sie können da ruhig drauf rumtatschen. Das macht denen gar nichts mehr. Die sind schon kaputt. Und irgendwann kommen die wieder bei mir an. Hoffe ich. Hier haben wir, ich kann das eigentlich auch so machen. Das ist viel bequemer. Hier habe ich so ein paar, nur damit man es mal gesehen hat, so ein paar Bauformen von, die werden uns auch noch mal begegnen später. Da kann man sogar Lichter machen. Oh, das ist aber schlecht. So, man könnte das auch richtig rumlegen, ne? So, da so ein paar Widerstände. Boah, ist die Kamera mies. Nee, das geht irgendwie, muss man das nur heller stellen, dann geht das auch. So, jetzt haben wir es, ne? Ah. Ja, manchmal ist doch die Benutzerbegrenzung der Grund. Also, ich habe mir mal so ein paar Bauteile einfach auflöten lassen, damit Sie das mal einmal so in der Hand gehabt haben. Viele von Ihnen haben das vielleicht auch sogar schon mal gesehen. Was man seltener sieht hier, das ist so ein, also aber viele natürlich nutzen. Das ist so ein Low Noise Amplifier oder Low Noise Block, den man oben auf dem Dach hat, um Satellitenempfang zu machen. Da sind also völlig andere Strukturen drin, die wir auch erst in höheren Semestern berechnen werden. Das hier zum Beispiel sind nicht verbundene Leiterbahnstücke, die einen Bandpassfilter darstellen, was immer das ist. Hier sind so ein paar Verstärkerschaltungen drauf. Einfach nur mal so, damit man mal einen Eindruck hat von dem Ding. Was hatte ich hier noch? Ach genau, hier. Noch so ein Dinosaurier. Also so alt ist er noch gar nicht. Also der ist also jünger als 2000. Definitiv. Aber schon 10 Jahre hat er schon auf dem Buckel. Das ist nichts weiter als ein Cisco. Ist Ihnen auch ein Begriff, nehme ich an. Eine Cisco-Karte, die. Das ist das 12x E1, kann 12x2, 24 Megabit pro Sekunde Datenübertragung machen kann. Da lachen Sie heute drüber, das machen Sie aus so einem kleinen Chip raus oder so. Wobei das hier natürlich auch um die Verteilung geht. Nur damit Sie hier mal so einen Eindruck haben, wie komplex so eine Schaltung werden kann. Das macht man natürlich nicht nach dem ersten Semester sowas entwerfen, ne? Oh, und ich brauche eine Nachricht, denn nicht für. Die lassen wir hier, die brauchen wir nicht mehr. Das ist eine Cisco E1, war das 12x, 12x E1 Karte. E1 ist ein Übertragungsstandard. In einem E1-Rahmen von 2 Megabit pro Sekunde schaffen Sie 30 ISDN-Gespräche. ISDN sagt Ihnen noch was, ne? Auch wenn es wahrscheinlich keine. Was? Also Telefon. Also ganz normales Telefon. Ganz normales Telefon, ganz früher war völlig analog.
Nee, da hat es noch, das kennen Sie aber wahrscheinlich wirklich nicht mehr. Da gab es Wählscheibe. Wählscheibe haben Sie schon mal gesehen, so bei Derrick oder so. Wenn man Derrick mal guckt, dann wählen die immer langsam mit Wählscheibe. Es dauert ewig. Ist doch super langweilig. So, und danach, nach der Wählscheibe, gab es digitales Telefon. Und das war ISDN. Integrated Services Digital Network. Das ist so bis, ja, 2000 ist das eigentlich richtig ausgerollt worden. Also das ist jetzt nicht so alt. Und mittlerweile wird es abgeschaltet. So langsam. So, das ist einfach nichts weiter als das POTS, also Plain Old Telephone System. Und davon, von diesen 30, also von diesen Telefonkanälen schaffen sie 30 auf einem so einem Anschluss, der da ist. Und das mal 12 kann diese Karte jetzt verteilen und zusammenfassen. Wobei die wirklich Telefonate da wohl nicht drauf gehabt haben. So, das nur mal, damit man mal einen Eindruck kriegt, wie groß und wie komplex so eine Schaltung werden kann. Nicht? Das Handy ist ja eher so die kleine, also auch hochkomplex, ist ja eher so die Seite der Miniaturisierung und da geht es eher um Komplexität. Das führt uns aber eigentlich ab vom Thema, denn eigentlich machen wir nämlich gar nicht das. Sondern, und da sind wir jetzt hier beim Inhalt. Nee, sind wir noch nicht. Kommen wir jetzt zum Inhalt? Kommen wir auch nicht. Aber jetzt kommen wir zum Inhalt, ne? Und fangen wir wieder vorne an. Das macht hier auch nichts. So, Inhalt erstes Semester. Es ist erstaunlich wenig eigentlich, was wir im ersten Semester machen, wenn wir uns überlegen, dass wir hier insgesamt ja 66 Stunden gemeinsam verbringen. Einführung sind wir jetzt. Ich mache dann gleich noch ein bisschen was zu Einheiten und physikalischen Größen, damit man da mit einigermaßen sicher umgehen kann. Dann machen wir Gleichstromkreise. Ja, das ist wirklich. Die Dinge haben Sie dann einfach irgendwann drauf. Wahrscheinlich, wenn Sie gebastelt haben, haben Sie es auch schon, nicht? Strom, Stromdichte, überraschend die Strömungsgeschwindigkeit von Elektronen, elektrische Spannung, Ohmsches Gesetz, Arbeit und Leistung, Kirchhoffsche Gesetze, Spannungs- und Stromquellen. Und damit sind eigentlich auch die kompletten Ideen des ersten Semesters schon erledigt und das wird nächste Woche sein. So viel mehr steckt da nicht drin. Der Punkt steckt hier. Und vor allen Dingen in dem, was da nicht steht, nämlich in der sicheren Beherrschung der Dinge. Deswegen, dass die drei Tipps üben, üben, üben. Ne? Es geht einfach darum, dass Sie sicher mit solchen Netzwerken und den Netzwerksätzen umgehen können. Nicht? Dass Sie nicht da sitzen und dann sagen, ah, jetzt muss ich mal bei Wikipedia nachgucken, wie denn das mit dem Ohmschen Gesetz ist. Wie ist denn das mit dem Strom am Knoten? Nicht? Also da, es wird verlangt, dass Sie es können. Das ist der Punkt, dass sie es wirklich sicher beherrschen und nicht irgendwie mit Hilfe nach stundenlangem Nachdenken mal so ein Netzwerk mit drei Widerständen berechnen können. Darin steckt es nämlich. So, und dann machen wir natürlich hier, da gibt es ein relativ großes Übungskapitel zu Grundschaltungen von Widerständen. Da eigentlich geht es da bloß um drei Widerstände. Im Kern geht es um drei Widerstände und was man mit denen alles machen kann. Nämlich zum Beispiel auch so einen belasteten Spannungs- und Stromteiler. Dann machen wir die Stern-Dreiecks-Umwandlung und die Wheatstone'sche Brückenschaltung. Ich habe das immer so ein bisschen esoterisch gefunden, warum man denn gerade diese Stern-Dreiecks-Umwandlung da machen muss und was das soll. Ich habe da Jahrzehnte gebraucht, um das zu verstehen. Also man kann gut leben, ohne das da zu beherrschen, nicht? Wollte ich damit sagen. Aber es hat für die Leute, die auch gerne mal was auf eine Formelsammlung schreiben und so, hat es was. Dann machen wir Sätze zur Netzwerkberechnung, Vereinfachung, Überlagerungssatz. Dann machen wir zwei Verfahren zur Berechnung, was zum Beispiel so Simulationswerkzeuge, die man nutzen kann, auch umsonst runterladen kann aus dem Internet, zeige ich Ihnen auch was davon. Solche Verfahren, die da zugrunde liegen, werden wir hier kennenlernen. Dann machen wir Leistungsanpassung und Ersatzquellen. Da geht es schon so ein bisschen darum, wie kann ich eine Schaltung optimieren, wie kann ich gut und sinnvoll mit einer Schaltung umgehen. Da geht es schon ein bisschen in Design rein. Wobei in der Gleichstromtechnik gibt es eigentlich bloß eine Schaltung.
Das ist die Wheatstone'sche Brückenschaltung. Alles andere macht irgendwie, ist das ziemlich witzlos. Weil das sind halt irgendwelche esoterischen Netzwerke, die man dann berechnen möchte und eigentlich steckt da nicht so richtig viel drin. Außer man würde jetzt Elektronik betreiben und da Verstärkerschaltung, also mit Halbleitern arbeiten. Und das werden wir dann auch am Ende nochmal machen. Und zum Ende hin, nämlich mit nichtlinearen Elementen, da wird es im Wesentlichen um Dioden gehen. Einfach mal eine Diode, eine LED oder sowas ansteuern, mit einer 10er-Diode eine Spannung stabilisieren oder so. Also so ein bisschen mit nichtlinearen Elementen schon mal arbeiten, sowas mal kennenlernen, ohne dass wir uns mit dem Element wirklich auseinandersetzen. Also wir machen jetzt nicht den PN-Übergang hier, das überlasse ich anderen. Ich würde es gerne, aber tue es nicht. Und am Ende machen wir noch Induktivität und Kapazität, nämlich was passiert mit denen, wenn man Strom, Spannung gerade so anlegt in dem Moment und was passiert nach langer Zeit. Und was passiert dazwischen? Das ist letztlich die Differentialgleichung hier. Da hoffe ich, dass bis dahin dann auch schon ein bisschen Wissen und so von Ihnen vorherrscht. So. Soll ich noch was sagen an der Stelle? Eigentlich nicht. Nö. Gut. Dann, da halte ich mich aber schon, auch wenn es nicht so aussieht, schon relativ dicht hier an das Buch. Es geht dann nämlich los. Oder erstmal noch, sind da noch Fragen dazu? Ja. Erfahrungsgemäß, wie groß oder wie umfangreich ist der Workload? Also in 10 Stunden? Ah, danke, das wollte ich noch sagen. Ja, also kann man eine schöne Rechnung zu aufmachen. Und zwar kriegen Sie, das gilt übrigens allgemein, ne? 5 ECTS-Punkte hierfür. Das ist so diese europaweite Bologna-Prozess generierte, europaweite Verrechnungseinheit für Studienleistungen, die irgendwie keiner richtig nutzen kann. Also die Idee war ja mal, dass Sie hier 5 ECTS-Punkte kriegen, dann kriegen Sie in Straßburg nochmal 5 und dann machen Sie in Paris noch 7 und in London auch noch, bald nicht mehr, aber in London auch nochmal irgendwie 30 dazu oder so und irgendwie sammeln sie sich so ihr Studium europaweit zusammen. Das war ja mal die Idee. So ganz so geworden ist es nicht. Und sie müssen dann, was hat man hier? Sie kriegen einen Bachelor mit 210 ECTS. Also wenn sie ihre 210 ECTS-Punkte zusammen haben, dann haben sie ihren Bachelor. So, das war mal so ganz grob und sehr vereinfacht. Wahrscheinlich sogar in Teilen falsch, die Idee. Na, die Verrechnungseinheit ist dann aber, dass das hier mal 30 der Workload ist. So, in dieser Vorlesung sind wir 11 mal 6 Vorlesungsstunden zusammen, macht 66. Sie schreiben einmal, Verrechnungseinheit sind 6 Stunden Klausur, macht nochmal 6, kommen Sie auf 72. Das heißt, es fehlen 78 Stunden. So, soweit die Theorie. Das kann jetzt sein, dass Sie genau mit 78 Stunden klarkommen und das reicht. Kann ich so nicht sagen. Kontrolliert auch keine Sau. Ne? Aber es ist durchaus die Erwartung, so würde ich es mal formulieren, es ist durchaus die Erwartung, dass Sie hier nochmal signifikant Zeit zu Hause investieren. Und das ist in dieser Vorlesung eher etwas mehr als in anderen Vorlesungen, die dann in späteren Semestern oder so nochmal kommen. Also ich denke schon, dass Sie die auch brauchen. Insbesondere, wenn Sie sich über die Praxisphase auf die Klausur vorbereiten wollen, das zählt ja irgendwie auch alles mit da rein, dann kommen Sie schon auf diese 78 Stunden. Das brauchen Sie nicht mitschreiben. Machen Sie so viel, wie Sie brauchen. Und das ist aber auch so eine, im Prinzip ist das auch wieder so eine mittlere Krankenhaustemperatur. Ne? Denn es wird hier Leute geben, die haben allgemeinbildendes Abi, die waren relativ gut in Mathe und Physik. Die brauchen da weniger. Die brauchen diese Stunden vielleicht, damit sie hier auf eine 1,0 oder sowas kommen. Und dann gibt es die Leute vom beruflichen Gymnasium, die haben eine ganze Menge über Grundlagen Elektrotechnik oder sowas schon gehört. Da frage ich mich dann zum Teil, warum die hier eigentlich sitzen, weil das, was wir hier nämlich machen, das ist da schon im, Oberstufe heißt es glaube ich da auch, da in der Oberstufe oder so schon auch schon mal dran gewesen. Ich habe trotzdem festgestellt, dass es da Probleme gibt und dass die sich relativ schwer tun mit dem auch zum Teil sehr abstrakten Anspruch, den wir hier haben. Die brauchen vielleicht hier ja nicht unbedingt die 78, ein paar weniger. Dafür haben sie in Mathe ein bisschen weniger gemacht
und brauchen da deutlich mehr Stunden. Also dann kann man da ein bisschen sparen und macht in Mathe mehr oder so, nicht? Insgesamt ist es aber ein arbeitsintensives Studium. Dann gibt es die Leute, also sind hier welche mit BK2? Ja, identifizieren Sie, nee, muss man wirklich so sagen, identifizieren Sie den Anspruch, wo Sie lernen müssen, möglichst früh. Also Sie haben es nicht leicht, weil Ihre Bildungshistorie jetzt unbedingt nicht so glatt den Weg hier in ein Studium und in den Bachelor da ermöglicht. Ich kann Ihnen wirklich nur den Tipp geben, schauen Sie sich sehr früh an, wo Sie viel tun müssen und dann machen Sie es da und die anderen Sachen sehen Sie zu, dass Sie die hinkriegen. Vielleicht haben Sie ja schon eine einschlägige Lehre oder sowas, dann brauchen Sie in Grundlagen E-Technik nicht so viel zu tun, dafür aber vielleicht in Mathe. Weil die BK2-Ausbildung in Mathe ist nicht unbedingt so, dass die jetzt nahtlos an ein Hochschulstudium anschließt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und da würde ich mich auch nicht blenden lassen von einer guten Note am BK2 in Mathe. Das sagt nichts aus. Ich möchte aber jetzt auch nichts Böses sagen. So, also nur der Tipp, ganz früh, es gibt durchaus Leute, die da dann auch das Studium schaffen. Habt ihr auch gefragt, habe ich mit dem mal zusammengesetzt und mal gefragt, ja, was war denn für euch das Erfolgsrezept? Also, was würdet ihr sagen, war denn so der Schlüssel zum erfolgreichen Studium? Und da kam eigentlich unisono die Antwort, wir haben früh gemerkt, wo wir was tun müssen und das dann auch gemacht. Und dann klappt das auch. Okay, so. Dann können wir uns hier um die so viel zum Workload, ne? Also kontrolliert auch keiner. Gibt auch in der Form keine Hausaufgaben, die kontrolliert werden, ne? Gibt nicht mal eine Anwesenheit, die lückenlos kontrolliert wird. Ging es jetzt nur um die, dass man es mal einschätzen kann? Ja, das ist 1:1, würde ich mal sagen. Okay, um das nochmal zu betonen, das da ist der Kern der Vorlesung, ne? Das, was da drauf steht. Also wenn Sie das sicher beherrschen, dann haben Sie alles davor und dahinter auch im Sack. So, gucken wir uns kurz Größen und Einheiten an. Da würde ich relativ schnell drüber gehen und einfach beim nächsten Mal, das können wir dann Montag schon machen, hier die Übungsaufgaben 1 ist das, rechnen. Ich zeige es Ihnen mal gerade. Wo ist denn die Brille da? Ne, Lösungen wollten wir nicht. Die Fragen da. Das ist das, was Sie runterlesen können. Da gibt es dann eine ganze Reihe von, vorgeschaltet ist eine Formelsammlung. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie sehr wir damit arbeiten wollen und müssen. Da fehlt auch noch was. Also P gleich U mal I ist zum Beispiel nicht drauf. Das ist allerdings das Einzige, was wirklich fehlt. Habe ich relativ kurz zusammengeschrieben. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir damit weiter verfahren wollen. Ist eher so ein Service erstmal für Sie. Kann eventuell auch dazu führen, dass wir in diesem Semester das als Basis für die Klausur verwenden. Gut, also hier wird es einfach darum gehen, dass Sie mal lernen, mit Einheiten umzugehen. Das sind die Übungsaufgaben, die wir uns beim nächsten Mal dann auch in, sagen wir meinetwegen in Gruppenarbeit oder so dem widmen, dass Sie damit wirklich mal arbeiten und damit umgehen lernen. Auch esoterische Dinge wie hier Pfund-Inch als Drehmomente von irgendwelchen Radmuttern von amerikanischen Autos. So, wie gesagt, ich mache das relativ flott, dass wir am Montag dann damit umgehen können. Heißt aber auch, dass Sie am Montag das zumindest runtergeladen haben, am besten sogar ausgedruckt haben. So, was wollte ich jetzt hier noch sagen? Weiß ich nicht mehr, dann war es auch nicht so wichtig. So, wir arbeiten ausschließlich. Und hier auf dem europäischen Kontinent haben wir uns eigentlich auch darauf zu 100% geeinigt. Wir arbeiten ausschließlich mit dem SI-System. System International d'Unité. Da, es gibt noch so ganz tolle Elektrotechnikbücher eigentlich von 1946 oder so, da steht im Vorwort noch drin, das SI-System wurde den Physikern von subversiven Ingenieuren übergestülpt. Aber trotzdem, es ist ein gutes System und das ist es auch, nicht? Wir haben ein kohärentes, wirklich durchgängiges Einheitensystem, wo keine esoterischen
Konstanten oder so irgendwo mal eingestreut werden müssen, sondern wo sie wirklich von einer physikalischen Größe auf eine andere physikalische Größe sauber umrechnen können. Wir backen ja sogar unseren Kuchen im SI-System, nicht? In Gramm und in, ja, ist ja kein Witz, in Gramm und in Litern. Na, Liter ist keine wirkliche SI-Einheit, nicht? Aber ist sehr nahe dran. Die Amerikaner machen das anders. Die backen ihre Kuchen in Cups and Ounces und sowas. Und das ist ein bisschen, also kann man ganz wunderbar machen, wenn man sich mit dem Einheitensystem auskennt, ne? Aber es ist ein bisschen schwieriger. Gut. Wir weichen auch alltäglich davon ab, wenn wir Auto fahren, dann fahren wir in Kilometer pro Stunde. Die Stunde ist jetzt auch nicht unbedingt eine in dieses SI-System reinpassende kohärente Einheit, weil sie nämlich nicht aus der Sekunde mit mal 10 oder mal 10 hoch irgendwas hervorgeht, sondern mal 60, dummerweise. Ne? So, also wir weichen schon auch ab und zu davon ab, aber eher selten. Und wenn wir im Technischen unterwegs sind, dann sind wir eigentlich immer im SI-System unterwegs. Und das besteht aus 7 Basiseinheiten, also das soll Basis heißen hier, fehlt ein S, und ist ein kohärentes System, das heißt, die Dimension abgeleiteter Einheiten ist mit dem Pfarrfaktor 1 beschrieben. Da ist auch noch ein Fehler drin. Gut. Geben Sie es einfach mir oder schmeißen es weg. Das ist eh Schrott. Das war mal richtig teuer, ne? Also mehrere 10.000 Euro das Teil. Ne? Aber so wie das so ist, gebrauchte Teile sind dann eben nicht mehr so begehrt. Nützt nichts. Also das habe ich. Ich arbeite noch mit jemandem zusammen, der solche Sachen gebraucht verkauft. Der hat es weggeschmissen. Also es ist nicht mal mehr wirklich für den Schrotthandel tauglich. Ne? Also das Wertvollste da ist noch die Metallplatte dahinter. Bitte? Vielleicht ein bisschen Gold. Ja, wenn Sie es wirklich recyceln, dann steckt da schon noch ein Wert drin, aber es braucht, nimmt keiner mehr. Aber Sie lenken ab, ne? Und ich mache gern mit. Also, das sind die 7 Basiseinheiten, aus denen alle, und zwar ausnahmslos alle anderen Einheiten, die in der Technik vorkommen, in der Physik vorkommen, verwendet werden können. Das ist einmal die Länge. Wie die definiert sind, sage ich gleich noch was dazu. Das heißt, die Länge hat sich noch nicht mal geändert. Das ist die Masse. Die Masse ist so definiert, ist heute noch so definiert, wie sich Klein Fritzchen das vorstellt. Also irgendwo liegt im Keller bei Paris, so stelle ich mir das vor, unter mehreren Käseglocken, so ein, weiß gar nicht, was es ist, ich glaube, es ist Platin. So ein Platinteil, das ist das Urkilogramm. Ist kein Witz jetzt. Das ist wirklich so. Ja? Nee, da kommen wir gleich drauf. Nee, das ist es nämlich immer eben nicht. So, und immer wenn Sie wissen wollen, ob ein Kilo wirklich ein Kilo ist, gehen Sie dann dahin und dann wiegen Sie das nach. Das Dumme ist, man hat jetzt festgestellt, dass das Urkilo driftet. Also das Urkilo ändert sich. Das heißt, also dadurch, dass man das alle 3 Jahre mal anfasst und dann ein bisschen Abrieb ist oder überhaupt Oxidation vorkommt oder sowas, ändert sich da sogar im Mikrogrammbereich natürlich das Urkilogramm. Und damit verschieben es natürlich alle anderen Kilos, ne? Also auch das, die Waage des Fleischers müsste dann neu kalibriert werden. Na, muss man natürlich nicht wegen jedem Mikrogramm machen. Aber sei es drum, Sie merken, was das Problem ist. Nicht? Also diese Klein-Fritzchen-Vorstellung vom Urkilo oder früher auch dem Urmeter, ne? Das ist ein Meter, das ist nicht technisch sinnvoll. Und deswegen geht man mittlerweile anders vor und ich werde Ihnen gleich auf ein paar Folien später auch vorstellen, wie das denn in Zukunft, und davon rede ich, 2018 wird das gesamte SI-System überarbeitet, da merken Sie nichts von, ich sage es Ihnen nur trotzdem, wie sich das ändern wird. So, dann haben wir die Zeit und da haben wir jetzt schon 3 Größen, die man so täglich eigentlich verwendet, ne? Also Länge, Masse, Zeit, bisschen esoterischer, für zumindest Leute außerhalb dieses Raumes, ist die Stromstärke. Um ehrlich zu sein, kein Mensch interessiert sich wirklich für Strom und für Stromstärke. Was man haben will, ist ja immer irgendwie die Energie oder das, was man damit tun kann. Der Strom selber ist ja eher störend, sogar gefährlich manchmal. Ne? Na jedenfalls wird das angegeben in L, M, T und I. Hier das Dimensionssymbol verwenden wir eigentlich selten. Wichtig ist die Einheit hier, was eben hier Meter, Kilogramm, Sekunde und Ampere ist. Das sind die 4 wesentlichen Einheiten hier.
mit denen wir in dieser Vorlesung umgehen können. Streifen werden wir nochmal am Anfang die thermodynamische Temperatur, also das Kelvin taucht nochmal auf. Auch das war ja definiert als, dass der Trippelpunkt des Wassers gerade bei 273,16, glaube ich, oder 1,5 Kelvin ist und Null der absolute Nullpunkt ist, da wo sich also nichts mehr, keine Materie mehr, nichts mehr bewegt. Der Abstand 1 Kelvin zum nächsten Kelvin ist dann genau derselbe wie mit dem Grad Celsius. Wenn Sie gerade die Nachrichten geguckt haben, da wird ja davon geredet, dass in Amerika minus 40 Grad sind. Jetzt kann man gerade, wenn man Amerika kennt, ja fragen, was meinen die denn jetzt? Minus 40 Fahrenheit oder minus 40 Celsius? Das ist scheißegal, weil da treffen sich gerade ausnahmsweise mal die Einheiten, ne, die beiden. Bei minus 40 ist es egal zu fragen, ansonsten kann man, ist die Frage durchaus berechtigt. Nicht? Es ist jedenfalls saukalt da. Aber Sie sehen schon, auch da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Skalen, die sich unterschiedlich bewegen. Wir arbeiten mit der, die wir eigentlich immer kennen, und die Kelvins und die Celsius-Skala passen eigentlich wunderbar zusammen, bis auf dass sich der Nullpunkt verschoben hat. Das, was beim Celsius 0 ist, ist eben beim Kelvin 273. Das ist alles. Alles andere bleibt. Wasser kocht dann eben bei 373 und nicht bei 100 im Kelvin-Skala. Ne? Dann haben wir die Stoffmenge. Mol, also wie viel Teilchen, 6 mal 10 hoch 23, 28 oder so, also Avogadro-Konstante, Teilchen ergeben dann ein Mol. Und wir haben die Lichtstärke. Lichtstärke wird zunehmend spannend, wenn Sie mal durch den Baumarkt gehen. Also bis vor ein paar Jahren war es ja relativ einfach, eine Lampe zu kaufen. Sind Sie hingegangen und haben die Lampe nach dem gekauft, was sie so verbraucht hat. Haben Sie eine 100 Watt oder eine 40 Watt gekauft? So, das ist so, als wenn Sie zum Autohändler gehen und sagen, ich hätte gerne ein Auto, das 30 Liter Sprit braucht. Ja, so ähnlich ist es ja gemacht worden. Ne? Ob der damit dann irgendwas hinkriegt oder nicht mit den 30 Liter Sprit oder den 100 Watt, die Sie in diese Lampe reintun, das stand da auf einem ganz anderen Blatt. Und mittlerweile ist es deutlich schwerer geworden. Also wenn Sie jetzt mal so im Baumarkt durchgehen und versuchen, eine Lampe zu kaufen, dann ist das in Candela angegeben, in manchmal Lux, in ein paar Meter Abstand oder in, geht das automatisch oder macht das einer? Soll ich hier vorne auch? Ja, Tim. Tim. Ah. Tim, gut. Ja, nicht viel. Ja, einmal gedrückt halten. Geht nicht? Genau, lassen Sie mal einen Daumen drauf. Versuchen Sie mal den anderen umzuschalten. Vielleicht drücken Sie noch mal kurz drauf. Vielleicht. Nee, nur noch Hausmeister Bescheid sagen. Na gut. Oder Sie kaufen mittlerweile nach Lumen, also nach Lichtstrom, und das hier ist Lichtstrom in einem gewissen Winkel, die Lampen ein. Ich gehe da jetzt nicht sonderlich drauf ein, aber auch für E-Techniker kann es in der Zukunft spannend werden oder sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass man sich auch hiermit auskennt. Das war zu meiner Zeit noch völlig anders. Da hat sich keiner drum gekümmert. So, und jetzt können wir diese Einheiten hier kombinieren. Alles, was hier auf der rechten Seite steht, da. Und können das eventuell mit einem Faktor 10 hoch irgendwas zusammenbasteln. Und dann haben wir dann eben Meter hoch Alpha, Kilogramm hoch Beta, bla bla bla. Also irgendwelche Potenzen hier von den Einheiten kann man irgendwie zusammen multiplizieren. Und das gibt dann eine abgeleitete, eine neue Einheit. Und da taucht nicht etwa, und das ist das Spannende hier, irgendein esoterischer Faktor mit 1 durch 4 Pi oder Pi oder sonst irgendwas auf. Sondern das sind immer Zehner oder eigentlich ja Zehnerpotenzen, die hier auftauchen. Diese Alphas hier, das klingt jetzt so ein bisschen komisch, wäre das was ganz Besonderes. Erstmal sind es einfach nur ganze Zahlen. In den allermeisten Fällen ist es einfach Null. Das heißt also, in den wenigsten abgeleiteten Einheiten, wir sehen gleich Beispiele, taucht das Mol und das Candela auf. Da hätte ich vielleicht auf Präsentationsmodus umschalten sollen. Oh, wieso fängt der immer vorne an? Sollen das? Ich will doch nicht immer vorne anfangen. So, und wenn das 0 ist, ist es im Prinzip ausgeschaltet damit. Ne? Und in den anderen Fällen, wo das nicht 0 ist, da sind das hier kleine Zahlen wie 1, minus 1, vielleicht mal 2, vielleicht kommen wir mal auf eine 3 oder so. Aber da ist dann Schluss. Ne? Also keine Angst jetzt irgendwie vor
schlimmen Zahlen oder so. Das ist so wie mit Mathematiker im n-dimensionalen Raum rechnen. Die rechnen dann ganz wunderbare Sachen im n-dimensionalen Raum. Da fragst du mal, wie groß ist n? Ja, so 2. Ne? Und damit sind sie in der Ebene eigentlich. Ne? Also, das sieht kompliziert aus. Es ist auch richtig, das so allgemein anzugeben, aber man muss keine Angst davor haben, weil praktisch nämlich hier diese Dinge sehr schnell kollabieren und das dann eben doch wirklich handhabbare Größen werden, so wie 1 oder 2. Wenn Sie eine Einheit in eckige Klammer setzen oder eine Größe in eckige Klammer setzen, dann ist damit gemeint, dass die Einheit isoliert wird. Also die Zahl davor wird rausgenommen. Und grundsätzlich ist eine Größe, und darauf lege ich auch Wert, eine physikalische Größe, besteht immer aus einer Zahl mal die Einheit. Und das gehört auch immer zusammen. Nicht? Diese Kinder-Quartettspiel-Angabe, mein Auto fährt 250, ist eigentlich Blödsinn, weil keine Sau weiß, sind das jetzt 250 Meter pro Sekunde oder sind das 250 Knoten, was beides keine, ja doch, das eine war eine SI-Einheit. In der Regel meint man Kilometer pro Stunde. Nicht? Es ist notwendig, dass Sie immer die Einheit dazu benennen. Das ist im täglichen Leben auch so. Das Ding hier kostet 50. Da wissen Sie erstmal so auch nicht, ob 50 Euro oder 50 Cent oder sowas gemeint sind. Und das setzt sich auch durch. Also in einem Endergebnis steht natürlich immer die Einheit dabei. Und eigentlich steht die Einheit auch in jedem Zwischenergebnis. Und in jedem Rechenschritt, den Sie hier machen werden mit physikalischen Größen, also mit Zahlen letztlich, steht auch die Einheit immer dabei. Ansonsten ist es eigentlich falsch. Nee, nicht eigentlich, sondern es ist falsch. Und Sie entziehen sich auch einem ganz wunderbaren Check der Richtigkeit. Sie können Einheiten nämlich immer ganz wunderbar verwenden oder Dimensionen, um zu überschlagen, ob das, was Sie irgendwo aufgeschrieben haben, dann Sinn macht oder nicht. Wenn da nämlich plötzlich mal steht, sowas wie Strom gleich Spannung. Genau, das kann ja mal passieren, dass man sich verrechnet hatte und dann Sie haben irgendwo einen Widerstand vergessen oder sowas. Sowas kann vorkommen. Sie machen eine längere Rechnung, irgendwo steht da plötzlich gleich, ein Strom ist gleich eine Spannung. Und das ist eben einfach falsch. Ne? So, wenn Sie nur die Zahlen hingeschrieben hätten und schreiben dann irgendwann hinterher Ampere dahinter, weil Sie ja schon wissen, es ist ein Strom, den ich ausrechne und da muss Ampere rauskommen, dann haben Sie sich diesen Check da verweigert. Und stehen halt dumm da. Eventuell. So, was fällt auf? Wir machen gleich noch ein Beispiel, wie gesagt. Die im Alltag gebräuchlichen Einheiten sind recht gut vertreten. Ja gut, warum auch nicht? Ne? Energie und Leistung haben keine Vertretung, die sind nicht da. Die werden wir gleich noch ableiten. Und es gibt eben nur eine elektrische Einheit, nämlich das Ampere. Volt, Ohm oder so taucht gar nicht auf. Was man jetzt erstaunlich finden kann. Ich leite mal ein bisschen was ab. Hier, nämlich Fläche, und da sehen Sie schon, wie diese Alphas, das war es ja bei M, ne, was das Alpha so für Zahlen annimmt. Fläche ist natürlich Quadratmeter, ne, also Meter hoch 2 ist dann die Einheit davon, und dann ist dieses Alpha eben 2, da schreibt man die einzelnen Volumen, Kubikmeter, Quatsch, Geschwindigkeit Meter pro Sekunde hatten wir schon, Beschleunigung ist auch noch relativ einfach, sollten Sie aus dem Physikunterricht kennen, Meter pro Sekunde zum Quadrat, also in einer Sekunde auf einen Meter pro Sekunde beschleunigt, ist ja die Definition der Beschleunigung. Und die Kraft, wenn ich jetzt ein Kilogramm innerhalb einer Sekunde auf einen Meter pro Sekunde beschleunige, dann ist das ja Kilogramm mal Meter pro Sekunde Quadrat und das kürzt man ab mit Newton. Das heißt also, diese Einheiten bleiben jetzt nicht unbedingt so stehen, so als irgendwelche komplexen, schwierigen Dinge, sondern die werden dann nochmal mit griffigeren Buchstaben versehen und das ist in diesem Fall eben zu Ehren des Sir Isaac Newton, das Newton. So, wenn Sie eine Kraft über einen gewissen Weg wirken lassen, dann kriegen Sie Energie raus, Gesundheit. Das wäre also ein Newtonmeter oder, jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter, Kilogramm mal Meter Quadrat durch Sekunde Quadrat. Also, gehen wir mal 2 Schritte zurück. Dann wäre das Alpha war 2. Das Kilogramm, das Beta wäre 1 und das Gamma hier an der Sekunde wäre minus 2. Weil es ja unten
steht hier. Ne? So, und das ist eben, das ist ein bisschen unhandlich hier, Kilogramm Meter Quadrat pro Sekunde Quadrat. Deswegen kürzt man das ab. Könnte man einfach abkürzen mit Newtonmeter, macht man noch kürzer als Joule. Jo, Leistung, Energie pro Zeit, also das Joule pro Sekunde. Und da kocht dann das erste Mal eine 3 hier sogar auf. Nicht? Also das Kilogramm mal Meter Quadrat pro Sekunde hoch 3 wäre dann ein Watt, weil nämlich das auch zu unhandlich ist. So, was es das Ganze hier aber sagt, ist, dass sie auch ja, von diesen Basiseinheiten in diese komplexeren Konglomerate von Einheiten, die reinkommen, nicht? In dieses Watt, in das Joule und so. Um den Strom mal einmal zu bemühen, die Spannung habe ich hier ganz bewusst noch nicht, das machen wir später mal. Stromstärke mal Zeit ergibt die Ladung, das wäre also Ampere Sekunde und man kürzt das sogar ab, als C mache ich eigentlich nicht. Ich arbeite lieber mit Ampere Sekunde, aber das ist Geschmackssache, C ist auch richtig, das Coulomb. Das wäre jetzt sogar was fürs dritte Semester, denn im dritten Semester kümmert man sich um Ladungen, Felder und so weiter. Ganz bewusst haben wir das nicht hier im ersten Semester gemacht. Weiß nicht, ob Ihnen das auffällt, eigentlich steht die Elektrotechnik verkehrt rum, so wie wir sie hier lehren. Ne? Also von der reinen Lehre müsste man eigentlich anfangen mit, was ist ein Elektron? Und das Elektron macht ein Feld und es wirkt eine Kraft auf ein anderes Elektron. Und wie groß ist diese Kraft? Wie groß ist die, ist das Potenzial, das da drin steckt und so weiter? So müsste man physikalisch richtig die Elektrotechnik herleiten. Das machen wir nicht. Wir gehen von einem etwas greifbaren Stromkreis schon mal aus, der gleich noch kommt. Und gehen davon aus, wir haben einen Strom, damit gehen Sie fast täglich um. Wir haben eine Spannung, das nehmen Sie auch täglich irgendwie wahr oder arbeiten Sie damit mal, zumindest implizit. Und wir finden das viel griffiger und deswegen arbeiten wir so, machen die meisten Hochschulen mittlerweile so. Also ist jetzt nichts Besonderes. Der Grund, warum wir das so machen, ist einfach, weil es anschaulicher ist, weil es Ihnen leichter fällt, das zu lernen. Hat manchmal das Problem, dass es so ein paar Klimmzüge gibt, wo man sagen muss, so, ja, was ist eigentlich eine Einheit, was ist eigentlich eine Ladung? Habe ich nicht erklärt, schreibe ich einfach hier hin. Also da fehlen dann manchmal so Stücke drin, ne, die physikalisch richtig eigentlich vorher hätten erklärt werden müssen, aber nicht erklärt worden sind, weil wir andersrum anfangen. Also müssen Sie das, also entweder Sie fragen nach, wenn es Sie tatsächlich interessiert hier, oder Sie da ein Problem haben und das verstehen müssen, jetzt gerade so aus dem Bauch heraus, oder Sie nehmen es einfach hin, dass ich das einfach jetzt mal so hingeschrieben habe. Beide Möglichkeiten gibt es. So, herleiten tut man das über die physikalischen Grundbeziehungen hier. Die sollte man natürlich beherrschen. Deswegen ist Physik auch entscheidend mit hier, auch um zum Verständnis dieser Vorlesung. Nicht? Ladung ist eben die Stromstärke, die eine Zeit lang fließt in irgendwas rein. Also Q ist gleich I, Stromstärke mal T. Kraft ist eine Beschleunigung einer Masse, also M mal A. Und wenn Sie jetzt dieses hier, und das werden wir eben beim nächsten Mal tun, wenn Sie beim dieses hier einfach nur mal als die Einheiten hinschreiben, dann kommen Sie hier auf die Kilogramm mal Meter pro Sekunde Quadrat. So, Energie und so weiter. Und da gibt es dann noch viel mehr, aber damit sind wir eigentlich schon entscheidend durch. So, 20.05.2019. Also wir machen jetzt schon Zukunft. Ich habe das... hatte da andere Folien drin, die habe ich dieses Jahr dann tatsächlich nochmal umgeändert, weil es keinen Sinn macht, das jetzt noch zu besprechen, was eigentlich Historie ist. Also das gesamte SI-System ändert sich. Früher ist es so gewesen, dass die Einheit definiert war. Und das führte dann dazu, dass es gewisse Naturkonstanten gab, die sich aus der Definition der Einheit heraus ergeben haben. Zum Beispiel die Elektronenladung. So, jetzt ist aber ja die Elektronenladung die Elektronenladung. Und nur weil ich eine Messtechnik geändert habe, ändert sich ja nicht die Elektronenladung. Das ist ja widersinnig. So war es aber früher. Ne? Also ich hatte früher irgendwas definiert. Lichtgeschwindigkeit ist schlecht, Elektronenladung ist eigentlich ganz gut. Hatte früher irgendwas definiert. Und daraus hat sich eben ergeben, dass die Elektronenladung eine gewisse Zahl hat. Und wenn ich jetzt die Messtechnik verfeinere, dann folgt daraus, dass sich die Elektronenladung an der 27. Stelle oder so hinterm Komma, nee, so viel ist es nicht, also irgendwie der 5. und 6. Stelle hinterm Komma halt nochmal ändern muss. Was ja nicht sein kann. Ja, weil entweder das Ding hat so viel Ladung oder es hat es eben nicht. Nicht, dass sich da jetzt noch was ändert, nur weil ich eine andere Messtechnik habe, macht keinen Sinn. Deswegen hat man oder wird man 2019 das System, die Definition umstellen
Und zwar wird man die Naturkonstante als fest, als gegeben annehmen. Also man definiert jetzt einfach so, zack, das ist die Elektronenladung. Punkt. Und daraus ergibt sich dann der Rest. Bei der Definition des Meter hatte man das schon. Deswegen gehen wir hier mal gerade zwei Folien nach vorne. Meter ist nämlich immer definiert gewesen als der 1 durch 299.792.558. Teil der Strecke, die Licht in Vakuum in einer Sekunde zurücklegt. So, also da war kein Zweifel, ob die Lichtgeschwindigkeit hier noch Komma irgendwas hat, hat sie nicht. So, Punkt, das ist die Lichtgeschwindigkeit, ne? Weil nämlich genau das Meter aus dieser Geschwindigkeit definiert ist. Würde sich die Lichtgeschwindigkeit ändern, würde sich auch das Meter ändern. Da die Lichtgeschwindigkeit sich nicht ändert im Vakuum, ändert sich das Meter eben auch nicht. So, und so wird man das jetzt in Zukunft auch weiter durchziehen, sodass man eben hier einen Meter definiert als den, der eben fast 300 Millionste Teil der Strecke, die Licht in einer Sekunde zurücklegt. Wie man das misst, ist eine andere Frage. Steht da auch nicht drin, ist auch in der Definition nicht drin. Ich muss aber trotzdem vorne anfangen, nämlich mit der Sekunde. So. Sie kennen alle die Atomuhr, ne? Oder haben von ihr gehört. Die Atomuhr funktioniert mit Cäsium 133 Atomen, die in einen gewissen Zustand angeregt werden. Und wenn Sie sich mit dem Atommodell so ein bisschen auskennen, dann kann das ja passieren, beim Wasserstoff ist das ja auch so, dass so ein angeregtes Elektron seinen Energiezustand ändert, also von einer Schale, so heißt es ja im Bohrschen Atommodell, auf eine andere Schale fällt und dabei dann Energie abgibt. Diese Energie kann man im Physikunterricht darstellen, macht dann irgendwie Licht, zum Beispiel, das ist irgendwie die schönste Form von Energie. Oder es kann eben auch sein, dass es einfach nur eine andere elektromagnetische Schwingung ist. Und beim Cäsium gibt es eben genau so einen Übergang, so einen Hyperfeinstrukturübergang, der mit 9.192.631.770 mal pro Sekunde schwingt. Also 9,2 GHz circa hat. Also wenn Sie Cäsium da anregen und dann gucken Sie, was sich beim Cäsium entwickelt, dann werden Sie ein Signal bei ca. 9,2 GHz finden. So, und das ist sehr, sehr genau, wenn Sie es nur richtig machen. Und die Sekunde ist eben genau so definiert, dass Sie eben 9.192.631.770 Perioden von dieser Schwingung warten und das dann eine Sekunde. So, müssen Sie halt nur zählen. Also das machen Sie nicht von Hand, schon klar, nicht? Aber müssen Sie halt nur zählen und dann wissen Sie, wann eine Sekunde rum ist. So, und das können Sie jetzt auch hier wieder einsetzen in diese Geschichte hier. Das ist also 30, mal Geschwindigkeit durch das μ. So, jetzt kommen wir zum Silizium. Na, nicht wirklich. Die Definition des Kilogramm erfolgt über die Wirkung, also letztlich über die Energie, die eine Zeit lang eingewirkt hat, über das Planck'sche Wirkungsquantum. Die praktische Darstellung ist tatsächlich die über eine Siliziumkugel, ne? Also man könnte ja einfach hergehen und könnte sagen, Silizium beherrscht man deswegen gut, weil man in der Halbleiterindustrie lange mit Silizium umgegangen ist. Ansonsten könnte man auch jedes andere Material nehmen, im Prinzip. Und Silizium gibt es halt auch wie Sand am Meer, das ist halt auch noch ein anderer Vorteil. Man könnte ja einfach sagen, man weiß, wie viel ein Siliziumatom wiegt. Muss man halt genau genug wissen. Und dann kann man, da man die Strukturen sehr, sehr genau und sehr kontrolliert aufwachsen lassen kann, einfach die Atome zählen. Das macht man auch nicht von Hand, sondern das macht das Kristall für einen selber. Man könnte die Atome zählen und wenn man genug Atome zusammen hat, dass es ein Kilo werden muss, dann hat man eben ein Kilogramm geschaffen. So könnte man vorgehen. So, Elementarladung, da kommen wir jetzt nochmal hier auf das Ampere zu sprechen. Ja,
die Elementarladung ist gegeben als, so ist sie jetzt definiert, als 1,602 176634 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Coulomb ist eine Ampersekunde zur Erinnerung. Und wenn Sie eben E durch genau diese Zahl teilen pro Sekunde, dann haben Sie genau 1 Ampere raus. Also müssen Sie eigentlich bloß Elektronen zählen. Und wenn Sie in einer Sekunde 1 durch diese Zahl Elektronen irgendwo durchgeschickt haben, dann fließt da gerade 1 Ampere. Können natürlich auch Bruchteile von Ampere nehmen. Praktisch stellt man es etwas anders dar. Praktisch stellt man das Ampere heute über Volt und Ohm dar und kommt dann hintenrum über die Einheiten, die wir noch gar nicht kennengelernt haben, also über Spannung und Widerstand beim Ampere an. Man arbeitet aber auch tatsächlich an so einer Elektronenzähleinheit, also mit Elektronenpumpen oder Ein-Elektronentransistoren versucht man eben so einzelne Elektronen zu zählen. So, und dann aufs Ampere zu kommen. Das klingt sehr aufwendig, ist auch sehr aufwendig. Die ursprüngliche Definition des Ampere war, nimm zwei unendlich dünne, unendlich lange Leiter. Das ist beides ein bisschen schwierig, nicht? Also unendlich dünner Kupferdraht meinetwegen ist halt schwer herzustellen. Den dann auch noch unendlich lang zu machen, macht es nicht einfacher. So, und jetzt schickst du da ein Ampere durch beide. Auch schwierig, unendlich lang, unendlich dünn. Ne? Für alle, die da so ein bisschen Gefühl für Widerstände und so weiter schon haben, wissen, das kann irgendwie nicht gut sein. Ne? Und dann geht es nicht darum, wer am hellsten glüht, sondern es geht darum, dass wenn diese Dinger in einem Meter Abstand voneinander hängen, stellen wir uns gerade so vor, bei diesem Wind hängen wir da so diese beiden Drähte da draußen hin, lassen dann Ampere da durch und dann messen wir die Kraft pro Meter zwischen diesen beiden Leitern. Und dann sind das 2 mal 10 hoch minus 7 Newton. Das machen wir bei dem Wetter hier. Also auch diese sehr praktisch anmutende Definition, sage ich es mal so. Nicht? Also es klingt ja so, nimmst du zwei Drähte und dann misst du die Kraft, die zwischen diesen beiden Drähten da wirkt und so. Das klingt ja so hemdsärmlich, als könnte man das machen. Aber die Tücke war da schon im Detail. Nicht? Also das konnte man so oder kann man so auch nicht darstellen. Hat auch keiner so jemals gemacht. Man weiß, dass das dabei rauskommen kann. Aber man hat das nie ernsthaft so durchgezogen. Sondern man hat ja mit Stromwagen gearbeitet. Und selbst da ist man heutzutage von weg und hat, wie gesagt, die Supraleitertechnik verwendet und stellt erstmal Spannung und Widerstand dar und geht dann irgendwann über auf auf die Darstellung des Ampere. So. Den brauchen wir nicht gerade. Okay, die Boltzmann-Konstante, damit wir irgendwie beim Kelvin ankommen, das ist eine Verbindung letztlich über die Energie zum Kelvin. Also, ja, nutzen wir aber kaum, brauchen wir auch nicht. Die ist wenig griffig, die Darstellung. Die Avogadro-Konstante noch, um die Stoffmenge darzustellen, hoch 23 war es, die Exponenten weiß. Er ist jedenfalls viel zu viel. Also 6 mal 10 hoch 23 Teilchen ergeben dann genau ein Mol für die im Chemieunterricht aufgepasst haben. Aber wir werden damit nicht arbeiten, das steht nur der Vollständigkeit halber hier. Ja. Was hat denn die Farbtemperatur mit der Kelvin-Temperatur zu tun? Also nicht zum Beispiel. Also ganz grob ist das die Temperatur, die ein schwarzer Strahler hat. Also wenn Sie tatsächlich so eine Glühlampe, die angegeben ist mit 3000, nicht? Dann kriegen Sie diese Farbtemperatur, wenn Sie den Draht auf 3000 Kelvin aufheizen. Dann glüht er halt so, dann ist er halt so weiß glühend. Jo. Ja. Die Sonne hat 5500. Ja. Und die Sonne hat auch tatsächlich eine Oberflächentemperatur von 5500? Ich meine ja, ne? Von 5500 Kelvin, also 5500, 6000 Kelvin, sowas in der Richtung. Nein, der strahlt ja nicht mehr. Ja, eben. Also das ist da auch Licht aus ist ganz schön schwarz, ja. Wenn Sie das so sagen wollen, ja. Ja. Und wenn Sie, also man kann sich das Ganze vorstellen. Ich muss mal irgendwie versuchen, hier das Licht. Könnten Sie mal gucken, ob Sie in den Nachbarraum irgendwie reinkommen und da runterlassen können?
Das wäre, also wenn, dann ist es der da drüben. Ich weiß gar nicht, ob da noch einer kommt. Raum, meine ich. Also wenn Sie, nehmen Sie irgendwas und machen Sie das heiß. Also Metalle bieten sich am besten an, ne? Weil die können am meisten Temperatur ab. Wenn Sie die so relativ kühl haben, dann werden die irgendwann rot glühend. Das sind dann vielleicht Temperaturen von 1000 oder so Kelvin, vielleicht 1500 Kelvin. Das ist dann so dieses orange Lagerfeuer-Feeling, ne? Und wenn Sie die richtig heiß machen, dann werden die richtig weiß glühend. Und wenn Sie das noch heißer machen, der ist abgeschlossen. Mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass ich da reinkomme. Haben Sie auch einen Schlüssel? Gut. Wo waren wir? Wenn Sie den richtig, richtig heiß machen, dann wird er auch so blau-violett glühen. Das heißt also, das Farbmaximum verschiebt sich ins Blaue sogar rein. Und das ist ja das Widersinnige, nicht? Je heißer so ein Ding ist, desto kälter ist ja das Licht. Verstehen Sie, was ich meine? Also man redet ja bei diesem sehr weißen Licht immer von kaltem Licht, weil es so dieses warme Lagerfeuer-Feeling bei uns Menschen nicht auslöst. Während das jetzt wesentlich heißere, eigentlich das temperaturmäßig wesentlich heißere Material ist. Ne? Also warmes Licht hat eine geringere Farbtemperatur als kaltes Licht. Können wir das theoretisch auch mit Ordnung gehen? Tut man ja auch. Wenn wir Leute, ja, nee, aber nicht in Kelvin, sondern in Celsius. Ja, ziehen Sie halt mal. Wenn wir Leute richtig ärgern möchten. Ziehen Sie halt 200 ab. Lumen, Lux, Kelvin, Celsius. Naja, erzählen Sie. Das ist ja die Verwirrung im Moment. Ne? Wobei, ich sage es ja nochmal, Sie kaufen ein Auto ja auch nicht nach dem Spritverbrauch. Also nicht nach dem Motto, oh, ich habe das bessere Auto, weil meiner braucht 20 Liter. Ja, beim Staubsauger wird es verboten, wegen Klimagesetzen. Ja, bei der Lampe ja auch. Bei der Lampe ja auch. Bei der Lampe hat man ja auch ganz klar gesagt, naja, verboten hat man das nicht, aber da hat man die Lampe gleich verboten. Wobei ich diese Glühlampe richtig toll finde eigentlich. Taucht auch noch ein paar Mal auf in dieser Vorlesung. Ist ein tolles Bauelement, muss man wirklich sagen. So, haben wir Alternativen zum SI-System? Gab mal welche in der Historie. Ich will Ihnen eigentlich nur sagen, also das SI-System ist nicht das Einzige, was es jemals gegeben hat, sondern die Menschheit hat ein bisschen gebraucht, um dahin zu kommen. Und andere Länder sind immer noch auf dem Weg, insbesondere die Amerikaner. Ja, ist wahr. Machen Sie mal in Amerika, insbesondere im Flugzeugbau oder so, wenn Sie da unterwegs sind, dann haben Sie immer noch mit Inches oder sowas zu kämpfen, ne? Na gut. Es gibt noch andere Sachen. Wir werden damit nicht arbeiten. So, und das ist dann auch alles, was ich zu der Folie sagen möchte. Okay, so, was macht man, wenn die Werte zu groß werden? Man könnte jetzt natürlich immer, das stand ja da vorher schon, mit Zehnerpotenzen arbeiten, ne? Also 10 hoch 7 ist irgendwie dies und das und jenes. Das ist ein bisschen unhandlich und uns Menschen auch nicht so angenehm, mit solchen Zehnerpotenzen zu arbeiten. Deswegen hat man hier sich so ein paar Sachen einfallen lassen, um das für uns griffiger zu machen. Ich habe mal so ein paar hier aufgeführt. Diese hier tauchen eigentlich nicht auf, die beiden Deka und Hekto. Das sind die Sachen, die Sie so aus der, wie soll ich sagen, so aus dem täglichen Leben vielleicht kennen. Deka weniger. Hekto taucht dann schon mal so in Hektar, also Hektar, in Flächenberechnungen auf, insbesondere in der Landwirtschaft. Grundstücke kann man hier in Süddeutschland nicht nach Hektar bemessen, da klappt nicht, ne? Weil das viel zu teuer. Oder eben Hektoliter Bier, also Brauereiausstoß oder so, das wird eben in Hektoliter gemessen, hoffentlich nicht Ihr Verbrauch. Dann das Kilo, diese weichen so ein bisschen ab, das sind nämlich hier für die Größen, die positive Exponenten hier haben, also wo es um große Zahlen geht, sind das komischerweise kleine Buchstaben, während es danach dann alles große werden. So, die kennen Sie auch noch, den Mega, ne? 10 hoch 6, Megahertz, Megabit, wobei man da immer streiten kann, ist mit dem Mega denn jetzt eben wirklich 10 hoch 6 gemeint oder ist es 1024 mal 1024, was ein bisschen mehr ist. Giga kennen Sie mittlerweile auch schon als Gigabyte, Gigabit, Gigahertz. Terra, auch als Byte kennen Sie es.
Als Terahertz kennt man das nicht. Man kennt die Terahertz-Technik heutzutage. Das sind zum Beispiel diese Nacktscanner da an den Flughäfen, die arbeiten mit Terahertz-Technik. Wobei die Terahertz-Technik schon bei 100 Gigahertz beginnt. Also ein paar hundert Gigahertz. Also gar nicht notwendigerweise wirklich Tera, also 10 hoch 12 haben muss. Energieverbrauch von Städten, von Ländern oder sowas würde man auch in Tera Joule oder so angeben wollen oder Terawattstunden oder so. Peta, der Energieverbrauch der Erde, wird eben in Petawattstunden oder sowas gemessen. Man kommt mittlerweile in Datenmengen und so auch in den Peta-Bereich rein. Aber das sind eher so Sachen, also sagen wir, bis hier ist eigentlich täglicher Umgang, von unten gesehen. Da wird schon ein bisschen technisch. Und bis hierhin ist eigentlich nur der Technik, insbesondere der Computertechnik, zu verdanken, dass man überhaupt damit arbeitet. Ansonsten würden Sie, wenn es keine Terabyte-Festplatten gäbe, würden Sie Terra gar nicht kennen. Und darüber kennen Sie es wahrscheinlich auch nicht. Ist auch nicht so, dass man das für die Vorlesung jetzt auswendig lernen muss. Ich wollte Ihnen letztlich nur sagen, dass es das gibt und dass man hier bis 10.24 Uhr das Ganze mit irgendwelchen Buchstaben abkürzen könnte. Wissen Sie, was danach kommt? Nee, mehr, das sind sogar das weiß ich nicht auswendig. Bitte? Ich weiß, dass es die gibt, aber ich gehe damit nicht täglich um. Danach wüsste ich nicht, was danach kommt. Ja, gut, aber da arbeiten wir ja hin mit der Technik. Naja, da haben wir noch ein paar. Da haben wir noch ein paar Jahre Zeit. Also bis wir. jetzt im Ernst. Also bis wir da irgendwie bei Jota weit angekommen sind, schon noch ein bisschen was passiert. So, dasselbe gibt es in die andere Richtung. Auch so mit diesen Zehnerpotenzen möchte man nicht unbedingt arbeiten. Da kommt man eigentlich auch im unteren Dreien, ist man unterwegs. Dezi, Deziliter oder sowas kennen Sie. Liter ist jetzt keine wirklich kohärente Einheit, weil es eben nicht in dieses System reinpasst, des Volumenmaßes. Aber Dezi taucht mal auf als eben ein Longdrink, ne? Also Bier oder Cola oder sowas. Centi ist dann eher so der Schnapsbereich, nicht? 2 Zentiliter oder so ist der Standardschnaps, meine ich, mit Eichstrich. Zentimeter haben sie natürlich auch, Dezimeter taucht auch auf, verwendet aber kaum jemand sprachlich. Zentimeter selbstverständlich, ständig eigentlich. Der Milli wäre dann im Dreierraster wieder. Millimeter, Milligramm. Und dann geht es weiter eben mit Mikrosekunden, Mikrowatt, sind so Energieverbräuche von irgendwelchen Chips, die gerade im Schlafmodus oder so sind. Ne? Und dann hier werden wir sehr technisch in unserem Bereich hier für uns, und das wird auch relevant für uns, Nanometer, Pikometer, Femto. Da sind wir hier mit Farad in den Kapazitäten, wer die Einheit schon gehört hat, oder mit Henry bei den Spulen, bei den Induktivitäten. Und darunter haben wir Atto, Zepto, Jokto. Das sind jetzt so Atomdurchmesser, Elektronengrößen oder sowas. Damit geht man auch nicht täglich um. Femto ist schon sehr klein. Noch nie gehört. Ja, doch. Also bis Femto hört man ab und zu, dass man da bis da runterkommt. Aber hier Atto ist mir auch schon begegnet, aber auch hier Zepto und Jokto. Also der Vollständigkeit halber steht es hier. Ein Ergebnis in der Elektrotechnik ist vollkommen richtig, wenn Sie es einfach nur mit Zehnerpotenz hinschreiben. Also man muss nicht unbedingt, das stört eigentlich sogar beim Rechnen eher, man muss nicht unbedingt alles jetzt hier in dem richtigen Schritt hier ausdrücken mit Nano und so. Also manchmal im Sprachgebrauch ist es natürlich einfacher, Sie sagen, ey, gib mir mal 100 Nanofarad, als wenn Sie sagen würden, gib mir mal 100 mal 10 hoch minus 9 Farad. Ist das Gleiche. Und wenn man es aufschreibt, macht es auch kaum einen Unterschied, aber im Sprachgebrauch ist das halt was anderes. Oder gib mir mal eben Mega-Ohm-Widerstand. Klingt irgendwie netter, als gib mir mal einen 10 hoch 6 Ohm-Widerstand. Ne? Oder eine Million Ohm sagt auch kein Mensch. Gut, so, ich würde sagen, das passt jetzt thematisch eigentlich besser, wenn wir jetzt gerade eine Pause machen. Viertelstunde, treffen wir uns um 5 Uhr wieder. Ja, 5 Uhr, kriegen 2 Minuten dazu. Jo. Könnten Sie mal gerade auf den roten Knopf da drücken? Und dann sehen Sie auf dem Bildschirm, dass da nichts mehr. Da direkt vor Ihnen, vor Ihrer Nase, ist noch ein roter Knopf.